Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Adrian und ich wollen gleich einmal kurz zum Wochenmarkt. Wir haben uns gerade fertig gemacht. Es ist jetzt gerade mal 20 vor 9. Wir sind heute schon gefühlt irgendwie seit um 7 wach. Das ist meistens so, wir gehen halt relativ früh ins Bett. So, gut, in den Ferien ist vielleicht 10:30, spätestens. Und bist aber trotzdem dementsprechend am nächsten Tag so 6, 7 wieder wach. So, ich wasche schon mal die Wäsche. Ich habe gedacht, solange die Sonne noch scheint, so eigentlich soll es heute sehr, sehr heiß werden. Habe schon mal die erste Wäscheladung eingeladen. Ich würde ganz gerne nämlich unseren Bettüberwurf mal waschen und heute mal draußen trocknen, weil das Wetter bietet sich ja echt an. Und ansonsten habe ich soweit alles fertig im Haushalt. Wisst ihr, was wir gestern ausprobiert haben? Nein, nicht gestern. Vorgestern schon damit angefangen. Ich zeige euch ja mal ganz kurz. Ich habe ein Rezept nämlich bei Insta gesehen. Ich drehe mal ganz kurz mal die Cam für euch. Wisst ihr, was das ist? Das ist Buchweizenbrot. Das haben wir nämlich selber quasi jetzt hergestellt. Das Ganze war so ein bisschen zeitintensiv. Also, man nimmt 500 Gramm Buchweizen. Aber Buchweizen, nicht diesen behandelten, die man sonst immer so kennt, diesen dunkelbraunen fast, sondern ich habe es im Bioladen gekauft, der ist etwas grünlicher. So, allerdings aber auch schon wiederum nicht so grün, dass er gekeimt hat. Man muss ihn nämlich einweichen für 12 Stunden. Also Buchweizen nehmen, Wasser rüber, 12 Stunden warten lassen. Beziehungsweise warten, bis der Buchweizen so ein bisschen aufgequollen ist. Und das Wasser abkippen nach 12 Stunden. Das Ganze in den Mixer geben und mit 200 Milliliter Wasser wiederum und ein bisschen Salz das Ganze ja, vermischen, beziehungsweise es wird nachher so richtig püriert wie so ein Teig. Und nochmal für weitere 24 Stunden, also in die Backform in die vier, und 24 Stunden lassen nochmal. Boah, Leute. Also in die Backform kippen und für 24 Stunden nochmal quasi gehen lassen. Das Ding ist hochgekommen. Habt ihr es gesehen? Normalerweise war das vielleicht nur so in der Backform. Jetzt ist es bis zum Rand. Ich bin so gespannt, wie das Ganze schmeckt. Die Backform habe ich jetzt natürlich eingepinselt mit Butter, damit es nicht so anbackt nachher. Ich hoffe, dass wir das gut rausbekommen. Und ich hoffe generell, dass das Brot auch gut schmeckt. Angeblich soll es sehr, sehr gesund sein, weil da eben kein Gluten drin ist. Mal gucken. Buchweizen liebe ich ja ansonsten. Ich habe das immer, schon als Kinder haben wir das immer gegessen. Und wir schauen mal. Also, heute kann das Brot gebacken werden. Ich bin schon wirklich sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Also, haben wir noch nie gemacht. Und vielleicht schmeckt es ja. Übrigens, das Wetter gestern war bei uns eine Katastrophe. Es war so extrem stürmisch. Das glaubt ihr gar nicht. Also, ich hatte gestern, musste ich hier so ein paar Sachen retten auch, weil es auch geregnet hat. Teilweise echt die halbe Terrasse war hier nass. Und wirklich, also, der Sturm war gestern extrem. Also, war nicht mehr so schön. Ich meine, ich mag sowieso nicht so die Stürme. Und dementsprechend war das gestern so ein Zuhause-Tag. Ich habe ein bisschen was geschafft, beziehungsweise ich war aber auch schon gestern fleißig, auch im Garten wieder so ein bisschen was gemacht, ein bisschen was zurückgeschnitten, auch mal was gepflanzt. Seht ihr da vielleicht, ich habe dort Bambus eingepflanzt, der Topf war leer. Und was habe ich noch gemacht? Ja, vorne habe ich auch ein bisschen was geändert, ein bisschen was eingepflanzt. Ich hatte ja bei mir schon ganz, ganz viel zurückgeschnitten, sodass ich wirklich den ganzen Kofferraum wieder voller Grünschnitt hatte. Und war gestern zur Deponie, habe alles weggebracht und danach Rindenmulch geholt. Würde ich gerne heute mal hinten in den Beeten verteilen, weil mir da das Unkraut da einfach wächst. Ne? Das nervt voll. Und deswegen kommt da Rindenmulch jetzt drauf. Was habe ich da noch gemacht? Ach, ein bisschen irgendwie rumgewuselt. Wisst ihr, zu Hause hat man immer mal was zu tun. Und heute Morgen habe ich zum Beispiel auch mal die ganzen Decken abgezogen. Werde ich dann waschen gleich. Beziehungsweise die Couch schon mal neu beziehen mit meinen anderen Decken. Und ja, man hat immer was zu tun. Ach, und Leo wurde gestern abgeholt, wieder von Chrissys Freundin. Sie kam, also Max hat mir zwar schon mal gesagt, so ja, irgendwie kommt sie und holt mal ab. Aber ich wusste nicht, dass es gestern dann ist. Und sie kam dann so plötzlich und sagt, ja, ich wollte Leo mitnehmen. Ich so, wie jetzt? Auf jeden Fall ist es so ungewohnt schon wieder ohne ihn. Also man gewöhnt sich immer so schnell, genauso wie an Alina zum Beispiel. Sie war ja ein paar Mal, also fast 2 Wochen jetzt hier mit ein paar Tagen dazwischen Pause. Aber man gewöhnt sich unheimlich schnell entweder jetzt an die Menschen oder an die Tiere. Und das, die fehlen dann nachher irgendwie so plötzlich. Ne? Das ist total irgendwie komisch. Obwohl es nicht jetzt so ruhig ist, aber die fehlen dann. Also von den Kindern habe ich soweit gestern noch was gehört. Also sie sind gestern Quad gefahren.
und haben mir auch ein paar Videos geschickt, was für eine wunderschöne Landschaft in Griechenland ist. Ne? Das ist Wahnsinn. Also ich finde das da so wunderschön. Und Ash hat schon immer so davon geträumt. Er sagte: Mama, ich würde so gerne mal einfach so ein türkisblaues Wasser sehen, also einfach mal eine andere Natur. Also wir sind dann nochmal öfters mal in Dänemark gewesen, aber Dänemark ist im Grunde fast wie Deutschland. Es sei denn, man ist dann irgendwo so an der Nordsee. Gut, hier in Deutschland gibt es ja auch die Nordsee, kann man auch halt hin. Aber so im Grunde von der Temperatur her und auch generell vom Wetter her ist es ja eigentlich identisch. Aber da ist es natürlich echt krass. Also die waren gestern natürlich alle kaputt, haben sie gesagt. Und bald geht's nach Hause für sie, ne? Die Woche ist dann rum. Also die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Und wie gesagt, und Leo, glaube ich, kriegen wir morgen wieder. Entweder heute oder morgen. Sie wusste das nicht genau, weil sie ja selber noch arbeiten muss. Und ich habe gesagt, kein Stress, bring ihn wieder zurück. Das ist wirklich, also, er ist ja, wie gesagt, man gewöhnt sich dann auch irgendwie so schnell. Ich habe mir schon so Gedanken darüber gemacht am Anfang, als wir auf Leo mal die ersten Male immer mal aufgepasst haben. Das war für mich unheimlich anstrengend. Ne? Ich war kaputt. Ich war einfach kaputt, weil, ich habe gedacht, so, man muss mit ihm jetzt hier spielen, man muss jetzt dies, man muss jetzt das. Und aber mittlerweile hat sich so alles eingespielt. Also entweder man spielt so ein bisschen mit ihm, dann pennt er wieder, dann gehst du ein bisschen Gassi und oder wenn ich hier was mache zum Beispiel, dann läuft immer mal hinterher und guckt und legt sich wieder hin. Und wir haben uns daran gewöhnt, sagen wir es mal so. Das ist echt krass. Aber wie gesagt, aber gestern hat uns halt quasi irgendwie wieder verlassen. Dachte ich, na gut, ein, zwei Tage ohne Leo, jetzt werden wir wohl auch überleben. Ne? Na gut, wir setzen uns jetzt mal aufs Rad und fahren mit dem Fahrrad. Ich hoffe, dass wir trocken bleiben. Normalerweise, wie gesagt, soll es heute Bombenwetter werden. Wir lassen es mal überraschen. Ne? Wisst ihr was? Heute Morgen war ich fleißig und endlich mal nach Tagen, was ich mir vorgenommen hatte, meinen Kleiderschrank nochmal aufgeräumt. Alles nochmal, ein paar Sachen wirklich aussortiert, wieder, die ich so nicht angezogen habe, weil mich das einfach so nervt. Also, es hängt da und ich ziehe es nicht an. Und das, wie gesagt, habe ich jetzt aussortiert, bekommt meine Mama dann. Und dann habe ich die Kleider, die so zu lang hier hängen, wisst ihr, das war so nervig, habe ich einfach auf zwei Bügeln gehängt. Im Grunde, guckt mal, so wird es dann gemacht. Man hängt hier so, also das, auf dem ersten Bügel ist ganz normal das Kleid und dann zieht man einfach im zweiten Bügel den Rest und klappt das so zusammen und dann hast du wirklich Mini-Kleid sozusagen, ne? Weil das einfach, wie gesagt, das nimmt zu viel Platz weg und die Stange ist auch nicht lang genug, weil die Kleider halt sonst zu lang sind. Und dann zerknittern sie da unten und es ist halt nicht so schön. Und so habe ich jetzt mit den ganzen Kleidern gemacht. Die Röcke sind ja eh halt passend, ne? Auf den Bügeln. Aber so ist es ein bisschen überschaubarer. Ich habe da jetzt ganz normal so T-Shirts, dahinter sind Jeans, kurze Hosen, dann diese ganzen Sportanzüge, die ich manchmal anziehe noch. Beziehungsweise jetzt im Sommer klar natürlich nicht mehr. Erstmal und da sind auch so Tops, dann weiße Tops, T-Shirts und dahinter sind diese ganzen Hoodies einfach. Guck mal, einmal da und Strickjacken. Genau, ich finde es so viel besser, weil der Schrank quillt es schon wieder über und das war wirklich alles sehr, sehr unüberschaubar. Einiges habe ich jetzt rausgenommen zum Bügeln. Ich war nämlich zu faul, habe dann gewaschen, einfach nur rangehängt, aber ich habe gedacht, nee, wird gebügelt und dann kann man das auch wieder ganz normal anziehen. Genau. Wir kommen jetzt zurück vom Wochenmarkt, ihr Lieben. Wir haben jetzt ein bisschen was eingekauft. Ich hatte euch ja abgefilmt den Stand, wo ich schon letztes Mal Spinat und Rucola gekauft habe. Mega Stand. Die haben unheimlich viele verschiedene Salate. Sogar Löwenzahn verkaufen die, verschiedene Kräuter und so. Das ist richtig mega. Ich habe mir so ein Säckchen mitgenommen, guck mal, mit Spinat und Rucola. Und Brokkoli habe ich mitgenommen. Da kann ich wieder mal so ein bisschen was für mich machen. Vielleicht nur mit Käse überbacken oder so. Das würde gehen. Und jetzt gucken wir mal bei unseren Apfelbäumen jetzt hier, ob hier irgendwie was. Ah, dann guckt schon. Also oben hängen schon so ein paar größere, da zum Beispiel auch. Also, hast du was? Drei Oh, Stück, guck dir große. das an. Die sind, glaube ich, ganz gut schon, ne? Cool. Oder? Sind die schon reif? Das weiß ich Wir werden nicht. die nachher mal aufschneiden Ja, und die genau. Kerne begutachten. Wenn die dunkel sind, also braun, dann sind die wohl reif, ne? Ja, Wenn nicht, machen das wir gucken wir da dann. irgendwas draus. Apfelmus. Also, wir sind gerade auf dem Bauernhof. Guck mal, hier hat sich jemand in der Sonne lang gemacht. Voll süß. Wer hat hier gerade so 10 Mäuse gegessen? Ja, genau. Ich muss jetzt erstmal verdauen. Voll süß. Wir holen uns ein paar Eier. Ja, die schläft. Lässt sich überhaupt nicht stören, ne? Nee, Die würde was? sofort aufspringen. Ah, guck mal, jetzt kommt Ah. da Bewegung rein. Sag mal, wer stört mich hier? So ein Hightech hier, ne? Also wir nehmen diesmal Eier. Und zwar nehme ich immer gerne diese hier.
Eins, zwei. Genau. Zum Warenkorb. Zur Zahlung. So, da kommen die jetzt rausgefahren. Ding, guck mal, kippen die mir oben auf den Kopf. Ich bin jetzt raus. Ich glaube, die haben mir gerade voll. Genau, und jetzt fährt es nochmal hoch und dann kriegen wir noch die zweite Packung. Voll praktisch. Wir sind mittlerweile zu Hause angekommen, ihr Lieben, und das Brot ist ein Tick zusammengesagt, aber es geht doch wieder hoch, Schnucki, oder nicht? Also man backt das jetzt bei 170, 180 Grad ungefähr 50 Minuten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier wird. Guten Appetit, ihr Lieben. Mein Schnucki hat mir meinen Joghurt draufgelegt. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Joghurt, dann Mirabellenkompott, ein paar Nüsse, Apfel, Walnüsse und das ist jetzt unser Frühstück. Genau, mein Schnucki macht sich nochmal Pfirsich drauf, ne? Hast du das gewaschen? Ja. Mit super Waschkomplex? Ja, ja. So Max schreibt gerade. Natron und Essig. Wie lange? Halbe Stunde. Na gut, also, guten Appetit, ihr Lieben. So, wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Ich habe überlegt, ob ich das Brot einmal rausnehme aus der Form und einfach mal ohne Form backe. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber es riecht hier wirklich sehr gut, ne? Das Brot riecht so ein bisschen säuerlich. Im Grunde fast wie so Vollkornbrot oder Roggenbrot. Also ein bisschen säuerlich. Also nicht so wie Weizen, was man jetzt so kennt, ne? Aber das riecht eigentlich ganz gut. Ich bin wirklich auf diesen Geschmack sehr, sehr gespannt, ob das schmeckt oder nicht. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz raus nach hinten. Und zwar möchte ich gerne Rindenmulch verteilen. Nur vorher will ich ganz gerne das Brot. Ich glaube, ich drehe mal ganz kurz. Beziehungsweise ich werde es einmal aus der Backform rausnehmen und einfach mal den Rest einfach ohne Backform backen. So, ich sitze ja mal ganz kurz in meinem Hängeei jetzt hier. Ich fange gleich mal an. Ich habe mit Max einmal ganz kurz nochmal geschrieben. Beziehungsweise er hat mir drauf gesprochen. Ich wollte nur wissen, wann die morgen nach Hause kommen. Und er sagte gegen Abend. Also spät abends dann nachher, ne? Ich kann mir noch nicht aufraffen, wieder was zu machen. Ich hatte übrigens gestern bei Wohlers was gekauft und zwar, wie heißt denn die Blume jetzt? Korbblume? Nein, das ist Korbblume. Das ist eine wunderschöne, es gibt die in Gelb, in Weiß, in Pink oder Rosa. Ich meine, die heißt Korbblume oder so. Die habe ich dann da schon eingepflanzt und dementsprechend würde ich ganz gerne jetzt, wie gesagt, Rindenmilch verteilen. Ich warte aber noch ein bisschen aufs Brot. Ich habe es jetzt, wie gesagt, rausgenommen aus der Backform und schon mal so ein bisschen probiert, weil mir ein Teil hängen geblieben ist in der Backform. Muss ich nächstes Mal ein bisschen mehr einölen oder einfetten. Schmeckt ganz gut, ne? Ich habe es auf 10 Minuten nochmal verlängert, damit es jetzt nochmal quasi dann 70 Minuten drin ist. Also wir haben es auf 50 Minuten eingestellt, habe ich es rausgenommen und dann nochmal 20 Minuten jetzt ganz ohne Backform. Ich glaube, das Brot schmeckt sehr gut. Zumindest das, was ich probiert habe, von unten so die Kruste, die so angebraten war oder angebacken, also die schon gebacken war, so die Kruste von unten war auch schon mal ganz lecker. Ja, hübschen. Ich glaube, ich mache das jetzt einmal schnell mit. Ach ja, die Hecke wollte ich noch einmal ganz kurz korrigieren. Guck mal. Die wuchert schon wieder, ne? Die wuchert wieder hoch und deswegen mache ich jetzt mal kurz die Hecke und dann verteile ich Rindenmulch, solange die Sonne halt nicht richtig da ist, weil ansonsten ist es viel zu heiß. Got this feeling inside that I can't put aside because I want you. Although I thought I was fine when I left you behind, I know I loved you. So, Lieben, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt beide Seiten einmal korrigiert, so ein bisschen. Es war ja nicht viel. Und so ist es jetzt erstmal ohne Rindenmulch. Ich zeige euch mal ganz kurz gleich einfach den Unterschied zwischen ohne Rindenmulch und mit Rindenmulch. Diese Blume habe ich gestern bei Wohlers geholt. Die finde ich total schön. Ich hatte überlegt, nochmal so eine weiße mitzunehmen, vielleicht nochmal irgendwo einzusetzen. Aber ich weiß auch nicht, ob der Standort für sie ganz gut ist. Wisst ihr, wie diese Blume heißt? Sonnenhut. Sonnenhut, nicht Korbblume, oder?
Das hier. Sonnenhut, nicht Korbblume. Vielleicht nennt man die auch nur, also ich weiß nicht, irgendwoher habe ich den Namen auch Korbblume, aber auf jeden Fall ist es Sonnenhut. Bevor ich jetzt wieder Rindenmulch verteile, möchte ich gerne mal das Brot mir mal angucken. Das ist nämlich, glaube ich, jetzt schon fertig. Gucken wir mal. Die Sonne ist schon wieder weg. Ist aber ganz angenehm zu arbeiten, ist nicht so heiß. Auf jeden Fall kann das Brot gleich raus. Nächste Waschmaschinenladung rein. Oh, das riecht so gut hier. Das riecht wirklich mega. Und voilà, so sieht das Brot aus, ihr Lieben. Guck mal, das ist hier, habe ich beschädigt vom Rausnehmen, so ein bisschen kaputt gemacht. Aber muss es mal abkühlen und dann probiere ich das dann mal. Es schmeckt wirklich. Also ich habe schon mal hiervon was abgemacht. Schmeckt richtig mega und man schmeckt aber doch ein bisschen Buchweizen natürlich, ne? Das schon. Aber wie gesagt, riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie spät wir das haben. Ich vermute fast 2 Stunden später. Ich habe um 12 angefangen und habe alles soweit fertig gemacht. Alles ist wieder gegossen. Das habe ich nämlich gestern nicht gemacht. Und der Wind frischt schon wieder auf. Man schluckt hier mal gerade die Rollos alle hoch. Ich saß hier gerade, glaube ich, bestimmt 15 Minuten in diesem Hängesessel wieder. Aber das ist so schön, ne? Guckt mal so ein bisschen dahin. Sieht immer ganz nett aus. Und wie gesagt, und diese Seite vom Haus ist sowieso am schönsten, finde ich. Also hier ist es jetzt nicht so heiß, die Sonne ist weg. Es ist ein bisschen windig. Genau. Und naja, wir wollen gleich essen, denke ich mir mal. Und eigentlich wollten wir nochmal los, um Brombeeren zu sammeln, einfach so zum Essen. Also jetzt nicht irgendwie einkochen oder so, denke ich mir mal. Sondern ich würde einfach welche zum Essen haben oder vielleicht sogar zum Einfrieren. Das geht ja auch. Mal gucken. Aber zuerst, glaube ich, sollten wir mal was essen. Ihr Lieben, ich komme hier nichts an und rein und guck mal, was mein Schnucki gemacht hat. Also das ist schon alles fertig. Er will das grillen. Und das Brot wollte ich nochmal aufschneiden. Und Knobi wollte ich nochmal anrühren. Wir wollen nämlich gerade schon grillen, dann irgendwie so weit auf. Nee, noch nicht. Wir wollen jetzt eine Runde alleine grillen, ohne Kinder. So, ich habe unser Essen jetzt soweit vorbereitet. Salate gemacht und zwar für meinen Schnucki einmal mit Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Radieschen, Schafskäse, Sesamöl und bei mir habe ich Rucola unten drunter, Tomate und Schafskäse mit Kürbiskernöl, Kräutern und Sesamöl. Brot werde ich nochmal anschneiden, genau ein bisschen Karotten nochmal dazu und jetzt würde ich ganz gerne mit euch mal was ausprobieren und zwar habe ich so ein cooles Rezept gesehen, im Grunde fast wie Quarkauflauf, nur quasi wie so ein Kokosraspelkuchen. Oder ja, Quark-Käsekuchen. Wir brauchen 300 Gramm Frischkäse und 200 Gramm Quark. Dazu kommen nochmal 60 Gramm Kokosraspeln und etwas zum Süßen, je nachdem, was ihr mögt. Ich nehme gerne mal Akazienhonig oder Rapshonig. Geschirrspüler ist gerade an. Und genau, also diese ganzen Zutaten werden zusammen vermischt, also hiermit. Da kommt nichts anderes rein, also kein Ei, kein Grieß. Wird alles zusammen vermischt, einfach in die Form gegeben. Ich habe jetzt einfach so eine kleine Kuchenform, habe sie eingefettet mit Butter. Genau, und dann wird es ausgebacken.
So, während mein Schnucki draußen jetzt einmal den Grill sauber macht, habe ich mir gedacht, werde ich einmal die Couch nochmal neu beziehen, die Kissen abfusseln. Die Decken sind nämlich schon trocken. Das geht der Rucki-Zucki heute. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne mit dem Fusselroller einfach mal diese Kissen alle bearbeiten. Und ich gucke mal, ob ich dann mal die Couch sogar absauge. Weiß aber nicht, ob das Not tut. Auf jeden Fall mache ich mal ganz schnell an die Arbeit. So, hier ist alles soweit fertig. Ihr glaubt nicht, wie viele Spinnweben wir hinter der Couch hatten. Hast du sie nicht gezeigt? Das war eher dunkel. Ich habe jetzt alles da abgesaugt, auch unter der Couch und dahinter halt, wie gesagt, an der Wand, zwischen Wand und Couch, ist der Hammer. Und auch hier überall Spinnweben ist da. Also man sieht hier sonst nicht, ne? Aber wenn man erstmal angefangen hat, mit dem Staubsauger hier durch die Ecken zu gehen, dann siehst du die überall. So, wir wollen gleich endlich mal essen, aber wir essen hinten, weil es hier zu warm ist, sagt der Adrian. Also, es ist einfach zu heiß. Mein Schnucki ist so lieb und räumt den Geschirrspüler wieder aus. Während ich grill. Ja, während er grillt. Fleißig, Muss man fleißig. aufpassen, dass das da nicht verbrennt, dann. Dass dann Stimmt, gleich ja. schwarz cool ist. Ja, wäre nicht so cool, ne? Frühstück, Ich gehe mal kurz ins. zu Frühstück, genau. Zum Tag und Mittag. morgen. Ja, ich gehe jetzt mal gucken. Mittag um. Ja, kurz nach 3. Wir haben jetzt alles weggeräumt. Heute geht es irgendwie so zack, zack, zack. Man ist gefühlt nur am Machen und am Tun. Und wir werden jetzt dann tatsächlich hier drin essen. Haben wir alles schon gedeckt. Jetzt kommt die Sonne raus. Es ist schon wieder zu heiß. Der Wind ist auch sehr warm heute. Hatten wir das schon mal gehabt, dass wir so eine Hitze hatten und einfach einen Sturm? Ja? Haben wir bestimmt schon mal Kann mich gehabt. dran erinnern. Ha? Hatten wir bestimmt schon mal. Ja. Naja, wir wollen gleich essen. Übrigens, die Das ist die Kinder. Ruhe vor dem Sturm. Ja. Den Kindern geht es gut. Wir hatten zwischendurch mal geschrieben, sie haben heute was aufgenommen da. Ich glaube, hier ist das wärmer als bei denen. Das glaube ich nicht. Was war das? Ist ja jemand Ein Löffel. weggesprungen? Ja, das ist dann nicht kühler ist hier. Wir haben über 30 Grad und wir Auch. 28, 29. Echt? Na gut, also wir essen gleich und dann gucken wir mal, was wir Schönes machen. Wir haben unser eigenes Griechenland hier. Ja, jetzt seit heute. Die Tage davor war ja nicht so Hatte ich auch schön. Griechenland im Herzen. Ach so, na gut. Alles voller Ja, Sonnenschein. sehr schön. Na gut, also guten Appetit. Also es fühlt sich ein bisschen matschig an. Ja, also mein Schnucki hat gerade das Brot hier aufgeschnitten und er sagte, das ist voll krass. Eigentlich ist Also, das genial. ja. Aber das Matschige in der Mitte. Aber weißt du, an was mich das erinnert? Es gibt so Korn-an-Korn-Brot, ne? Das ist auch ein bisschen matschiger, so weicher als der Wo sind Rest. denn die Körner? Ja, Körner sind da nun nicht drin. Achso. Also, gute Alternative. Sehr schön. So, ich wollte noch mal ganz kurz mal diesen Kuchen hier zeigen. Ich habe jetzt den Ring gelöst und habe den Rest abgekratzt, was da dran war. Schmeckt wirklich echt lecker, ne? Also für jemanden, der Kokos mag, ist es optimal. Ich werde es nachher, wenn es abgekühlt ist, aufschneiden und euch zeigen, wie das aussieht. Also jetzt ist es noch ein bisschen zu warm, deswegen soll es erstmal abkühlen. So, ihr Lieben, wir wollen gleich eine Runde Fahrrad fahren. Ich habe den Grill ein bisschen sauber gemacht. Weil es irgendwie so versifft war und ich habe gedacht, so fürs nächste Mal halt ein bisschen schon mal vorbereitet soweit. Ja, reicht auch. Und obendrauf habe ich einfach mit Glasreiniger und Zewa abgewischt. Und fertig ist er erstmal. So, mein Schnucki und ich wollen jetzt eine Runde Fahrrad fahren. Wir würden ganz gerne einmal nach Brombeeren schauen, weil Brombeeren sollten eigentlich schon ja, relativ gut fertig sein, beziehungsweise reif sein. Und ich wollte nach Sonnenblümchen gucken, ob ich irgendwo was vom Feld pflücken kann. Dafür muss ich noch ein bisschen Geld mitnehmen, Bargeld. Dazwischen. Wir fahren schon ein Stückchen jetzt, müssen in diese Richtung weiter und es ist so warm, gerade wenn die Sonne scheint und der Wind ist zwar da, aber er kühlt gar nicht so richtig, ne? Also wir fahren jetzt einmal Ich sag's kurz zu dir, wir unserem. sind hier in Griechenland, Ja, im also Urlaub.
Wir sind jetzt einmal in diese Richtung. Ganz schnell mal dahin gejettet. Zu den Brombeeren. Mit unseren E-Bikes. Ja. So, wir sind an unserer Stelle angekommen, wo letztes Mal, ich glaube vor 2 Wochen ungefähr, oder wann waren wir hier, war hier alles voll. Jetzt ist alles leer. Wir haben ganze 10 Brombeeren gepflückt. Ja, auch. War vielleicht zu heiß, aber guck mal, da zum Beispiel, das ist schade, das stimmt. Da zum Beispiel, viel ist vertrocknet, viel ist aber auch gepflückt. Einiges ist hier, guck mal. Hier oben ist alles schwarz und alles vertrocknet. Ach so, ja, schade. Okay. Das ist Trockenobst, kannst du auch mitnehmen. Ja. Du musst doch mal zeigen da oben. Ja, ich drehe mal kurz mal die Cam für euch. Ja, oh, guckt mal. Doch, da. Guck, seht ihr das? Das ist alles recht trocken. Wir sind zu spät. Na gut, aber wir sind gerade an einer Stelle vorbeigefahren. Da waren welche. Und hier sind die Schlehen. Schlehen kann man aber, glaube ich, erst nach dem Frost oder sowas essen, haben wir gehört. Ja gut, da sind auch noch mal so ein, zwei Dinger, wisst ihr? Aber nun gut, wir gucken mal, ob wir gleich irgendwo nochmal woanders was finden oder auch nicht. Ja, schade, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, na gut. Weiter geht's, ne? Also wieder zurück. Ja. Also ein paar letztes Wochen Mal, früher. Ja doch, also 2 Wochen vorher sind wir doch hier lang gefahren oder ungefähr. Vielleicht 3 Wochen. Wir kommen zu spät. Also das hier ist unsere Ausbeute. Mehr gibt's heute nicht. Und auch an der zweiten Stelle haben wir so ein bisschen was gehabt, dass es für Frühstück reicht, das schon mal. Ist auch überwiegend hier alles so vertrocknet irgendwie, ne? Also entweder gepflückt oder vertrocknet. Wir kommen zu spät. Wir kommen viel zu spät, genau. Also, ja, das reicht erstmal. Und schon sind wir zu Hause, ihr Lieben. Guck mal, so ist der Kuchen geworden. Ich habe jetzt ein Stückchen sogar schon davon gegessen. Es schmeckt super lecker, wirklich. Also, wenn jemand, wie gesagt, Kokosnuss mag, schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Und schon ist die Feierabend. Kurz vor 8 haben wir das. Das ist echt der Hammer. Wir sind vor einer halben Stunde ungefähr nach Hause gekommen. Ich habe nochmal die Wäsche abgenommen, ein bisschen was nochmal gegossen, und zwar vorne. Heute war das wirklich sehr, sehr warm und dementsprechend mussten natürlich die Pflanzen noch gegossen werden. Ansonsten, wie gesagt, waren wir nicht so erfolgreich bei den Brombeeren. Ich glaube, wir kommen einfach definitiv zu spät. Aber ist nicht schlimm. Wir haben wirklich so ein kleines Schüsselchen oder kleine Schüsselchen nochmal gesammelt. Bei Lidl waren wir noch einmal ganz kurz, da habe ich Wassermelone mitgenommen, das war es aber auch schon, und Cashews. Ja, das war dann so unsere Rückfahrt nach Hause. Ansonsten würde ich mal sagen, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, dass ihr vor allem bisher geschafft habt zu gucken. Und wir sehen uns ja beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.